Ich hoffe. Verdammt. Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Ich muss Morden Solus finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich. Aber vielleicht kann er wirklich helfen. Was macht Morden schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Sie sprachen vorher über die Watcher. Vor der Quarantäne haben die Blue Suns den Bezirk kontrolliert. Aber als die Seuche große Teile von ihnen dahingerafft hatte, kamen die Watcher. Die Blue Suns kämpfen um ihr Revier. Aber wenn die Seuche sich weiter so ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Watcher die Oberhand gewinnen. Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies. Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Watcher nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Watcher sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Watcher die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Watcher nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf Ihre Spezies hin. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch.
Guter Schuss. Ja. Alles klar. Nehme Deckung. Verstanden. Alles klar. Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Suns hinter Ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht Ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns Sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Ich muss Morden Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle. Bei Morden haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordens Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen, deshalb kann ich sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Hoffentlich nicht zwischen den Augen. Thank you.
Deckung! Bin dabei! Sieht aus, als hätte er sich freigraben wollen. Niemand will wie ein Tier in der Falle zugrunde gehen. Niemand will wie ein Tier. Schmutz.